Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge What Reminds of Edith Finch. Letzte Folge haben wir den Milton gesehen. Und wir gehen jetzt mal weiter. Was mich interessiert ist, er ist ja durch diese Tür verschwunden und er ist bis heute nicht wiedergekommen. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Er ist ja durch diese Tür durch im Daumenkino gegangen. Fragen über Whatever Fragen. Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Das ist so geil gemacht. Ich muss es immer wieder sagen, weil es einfach so geil aussieht. So, wir gehen mal weiter. Hier waren wir ja schon in der letzten Folge. Und dann zu Dawns Zimmer kommen wir jetzt. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Nein, hier ist Louis Zimmer jetzt, oder? Ich vertue mich, glaube ich, gerade ein bisschen. Nee, Louis kommt jetzt, den hatten wir nicht. Den hatten wir noch nicht. Und einmal hoch. Das sind wir wieder. Genau, da hat man in der letzten Folge aufgehört. Quasi. Aber da es da gespeichert hat, ist man halt da im Speicherpunkt, ist ja klar. Dann gehen wir mal rein ins Boot. Ist eigentlich cool gemacht. Finde ich. Wird gespeichert. Okay. Die Musik hat sich gespannt. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Ah, okay. Legalisiert Marihuana. Alles klar. Da hat wohl jemand immer gern ein Röntchen. Ein durchgezogen. Schön ein Röntchen. Ja, das sieht man. Was steht da? Fyodor's Quality Gigers oder so. Cool. Controller. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Wonderland Turbo. Ach, wie cool. So eine ganz alte Konsole. Die habe ich früher auch immer gehabt. Highschool-Diplom. Louis Finch. Dawn Finch. Dear Mrs. Finch, as Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery. Er arbeitet ja in der Fabrik. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. Aber das war schwierig gerade, weil ich zwei Sachen steuern muss. I asked him to describe it. He said he started small. Imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. So, alles so cool gemacht einfach. Ich muss so aufpassen. And things that have not names. He knew it was all in his head. Haben wir ein paar Fische nochmal. Bevor wir jetzt weitermachen. Okay. Jetzt können wir weitergehen. But he took it very seriously.
I had hoped he'd find himself. Ich hatte gehofft, er würde sich finden. Okay. But he found something more. Moment, Moment, Moment. I worried about him then. Es ist so geil daydreaming gemacht. At the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. Moment. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. No. Und spielt alles in seinem Kopf ab. On the edge of a city he named Lewis Topia. Lewis Topia. Okay. Sollen wir einen Fisch machen? Ja. Okay. Weiter geht's. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. So auch mit der Weltkarte so ein bisschen. Voll geil. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Oh no. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Und er bekommt einfach nichts mehr mit. In Lewisburg,
He heard rumors of her. Handsome queen. The queen was on her own quest for radiant rainbows. Was ich mich frage, ist aber. Was ich mich frage, ist aber, wie wäre es gewesen, wenn wir uns anders entschieden hätten? He followed the sound of her. Silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Und da sind wir in der Realität wieder angelangt. Ich ahne Schlimmes. Es ist quasi Feierabend. Das ist unser Spind. He began to forget the world we know. Und das ist quasi das wahre Leben. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Oh nein. Wir sehen uns selber gerade. He began to despise the man with a royal contempt. Oh nein. Das ist ja in Wirklichkeit. Er denkt, ich mach Fische weiter, aber im Endeffekt macht er nichts mehr. In seiner Fantasiewelt gefangen quasi. Ein schöneres. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Dankeschön, danke. Ihr seid toll. Da, 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 da. Ich ahne Schlimmes. Auch wenn including das hier the wise Calico, who'd insisted on advising him. Ah, Molly.
Die Katze von. His queen waited, holding his crown. Oh, oh nein. There was only one thing left to do. Oh nein, nein. Ich möchte das nicht. Nein. Nein. Bend down his head. Uns bleibt nichts anderes übrig. Rest, I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Er hat sich den Kopf abgehackt. In der echten Welt traurig und allein gelassen. Ach cool, hatte zwei Monitore hier zum Ding, zum Zocken gehabt. In der echten Welt wurde er nicht akzeptiert und da war er halt glücklich und zum König und allem. Ach man. Er hat wohl gerne gezockt auch. Wir auch. Hm. Hier ist mit der ganze. Hier ist seine Mütze. Die Sachen, die er noch hinterlassen hat. Es tut mir so leid, ey. Oh, ist so schlimm. Dann erstmal bis hierhin. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.